Hi, willkommen bei Etrodo. Heute stellen wir euch einen Luftreiniger vor, und zwar den Air Purifier 800 von Philips. Er sieht sehr schön aus, ist aber sehr einfach auch aufgebaut. Wir haben hier dieses Plastikgehäuse, das finde ich soweit in Ordnung. Haben hier unten dann zum Öffnen den großen HEPA-Filter, ja, und dann in Anführungsstrichen nur noch das Gebläse. Also sehr einfach aufgebaut, finde ich schon mal gut. Und ihr seht, also es ist hier auch wieder sehr leicht zum Zusammenbauen, ganz easy. Ja, und dann haben wir hier hinten noch den Stromanschluss und wir haben hier dann den Sensor für die Luftqualität. Das heißt, dieser Luftreiniger analysiert durchgängig die Luftqualität jede Sekunde und stellt dann den Lüfter auf eben verschiedene Stufen. Bevor ich den jetzt anmache, möchte ich ganz kurz zwei, drei Sachen noch dazu sagen. Ich finde, Philips bewirbt den etwas falsch. Und dadurch macht er den Eindruck, oder macht bei vielen Kunden den falschen Eindruck. Und das muss man direkt mal ein bisschen abfedern, denn er wird beworben mit bis zu 48. Also er reinigt Räume mit bis zu 48 Quadratmetern. Das wird er tun. Dann wird man aber da 10 Stunden warten müssen, bis die Luft vielleicht einmal durch den ganzen Lüfter hier durch ist, wenn überhaupt. Dafür ist dieser Lüfter hier drin einfach viel zu schwach. Dieser Lüfter oder beziehungsweise dieser Luftreiniger ist eher geeignet für Räume, ich würde sagen, bis 15, maximal 18 Quadratmeter. Dort kann er dann seine Stärken ausspielen und ist auch wirklich super effektiv. Philips sagt auch das so mit bis zu 20 Quadratmetern, weil die dann einmal sagen, der Raum ist dann gereinigt in so und so vielen Minuten. Und dann ist da so ein kleines Sternchen und dann muss man das Kleingedruckte lesen. Und dann steht ja, wenn bis zu einer maximalen Grundfläche von 20 Quadratmeter. Also Philips weiß es, schreiben aber dann ja große Zahlen hin. Kann man so sehen oder so sehen. Wie gesagt, wenn ihr hier ein Schlafzimmer habt, zum Beispiel 15, 18 Quadratmeter, ein Kinderzimmer, dafür ist der dann wirklich perfekt, weil er auch schön ruhig ist. Aber größere Räume wie eine offene Wohnküche, nee, werden eher größere Produkte empfohlen oder Produkte mit einem stärkeren Lüfter. Dann würde ich auch sagen, schalten wir mal das Gerät ein. So, jetzt haben wir hier oben zum Berühren eine Lampe, einen Knopf mit einer LED drum, eine Lampe, die in verschiedenen Farben leuchten kann und dann anhand dessen die Qualität anzeigt. Rot ist dann schlechteste Qualität, lila und blau. Blau ist dann eine gute Qualität. Wir haben hier drei Funktionen, den Sleep-Modus, dann ist er sehr, sehr leise, braucht natürlich auch länger, einen Raum einmal so durchzuwälzen. Wir haben den Automatik-Modus, dann passt er jede Sekunde anhand der Qualität des Sensors. Wenn man jetzt Staub hinten dran halten würde, wird er auch sofort hochgehen. Und der dritte Modus ist der Turbo-Modus. Dann gibt er richtig Vollgas. Das hört man dann auch von der Lautstärke direkt. Ich stelle den mal hier hin, dann hört ihr. Gibt da einmal richtig Gas, kann man also dann machen, wenn man nicht im Raum ist und einmal den Raum voll durchwalzen will. Ich drücke mal wieder den Sleep-Modus. Die LED dunkelt ab. Sie geht leider nicht ganz aus. Auch nicht, dass sie kurz erst gedimmt ist und dann ausgeht. Nein, sie ist immer leicht abgedimmt. Das heißt, für sehr, sehr lichtempfindliche Leute im Schlafzimmer ist das dann vielleicht auch nicht das Richtige. Oder aber ihr legt hier was drüber ein bisschen. Ihr hört jetzt im Sleep-Modus. Ich bin mal ruhig. Sehr, sehr angenehm. Also sehr, sehr ruhig. Hiermit kriegt ihr durch den HEPA-Filter das meiste rausgefiltert an Pollen, an Viren und Bakterien, was halt so in der Luft dann rumkreucht und fleucht. Jedoch ist hier kein aktiver Kohlefilter drin. Das heißt, Gerüche werden hier nicht rausgefiltert. Das als Hinweis. Das ist wirklich ein, in Anführungsstrichen, nur ein Luftreiniger für Räume mit bis zu 15 Quadratmetern. Wie funktioniert das Ganze? Es ist so, dass hier durch die Löcher an der Seite wird die Luft eingesaugt und wird auch hier elektrostatisch aufgeladen, so dass dann auch zum Beispiel Haare und so weiter hier mit reingezogen werden. Ja, und dann wird das hier oben wieder durch den HEPA-Filter gesäubert wieder rausgeblasen. Ja, jetzt hört ihr gerade wieder, er läuft auf Vollpower. Wenn er hier auf Vollpower läuft, maximal 20 Watt an Stromverbrauch. Wenn ihr jetzt zum Beispiel richtig viel Staub in die Hand nehmt und den hier hinten den Sensor voll reibt, dann werdet ihr auch sehen, dass der dann die Luftqualität, hier die LED sich
dann relativ schnell verändert, nach wenigen Sekunden. Das heißt, auch als Hinweis, wenn der stundenlang gelaufen ist und er zeigt immer rot an, dann reinigt einfach mal hinten den Sensor ein bisschen. Dann sollte das auch funktionieren. Kann mal sein, dass hier sich ein bisschen Dreck zusetzt. Sollte nicht, kann aber. Das nur als Hinweis. Ja, wenn ihr den, wenn ihr Sachen bei euch mal ausprobieren wollt, von Staubsaugern, Waschmaschinen und so weiter, dann kommt doch einfach bei uns mal hier in Bocholt vorbei bei eTrodo oder guckt euch online um auf eTrodo.de. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst gerne einen Daumen, also Daumen nach oben und abonniert den Kanal.